Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und es ist soweit. Wir kommen zur ersten großen Abstimmungsrunde. Die Debatten sind geführt unter den Stammesältesten der Engländer. Viele Vorschläge gemacht worden und nun naht die Entscheidung. Aber vorher noch zwei aktuelle Dinge. Erstens, es gibt einen neuen Patch, ganz aktuell. Das ist erstmal eine super Nachricht, denn da werden viele, viele schöne Dinge, oder was heißt schöne, viele nötige Dinge angepackt und verbessert. Angeblich soll auch die KI in bestimmten Bereichen verbessert worden sein. Ich bin sehr gespannt, wie sich das auswirken wird. Und die große Angst eines Let's Players ist natürlich, funktioniert der Spielstand noch? Er funktioniert noch, wie ihr seht. Das ist unser Spielstand mit dem neuen Patch. Einer der Entwickler hat getwittert heute. Allerdings ein Punkt, der funktioniert nicht. Beziehungsweise erst, wenn man ein neues Spiel startet. Und zwar haben sie unter anderem diesen Kriegstreiber Malus verändert, diese ganze Kriegstreiber-Mechanik. Wir haben das beim Norwegen-Let's Play ja gesehen, das ist doch recht hoch, wenn man eine fremde Stadt erobert. Das haut ordentlich rein und das haben sie wohl ein bisschen reduziert und verändert. Das Ganze werden wir jetzt hier nicht erleben. Ich hatte kurz überlegt, ob ich sozusagen mit diesem Seed-Code der Karte und des Spielstandes einfach nochmal die gleiche Partie an gleicher Stelle mit den gleichen Konditionen anfange und die Runden bis gewissermaßen bis jetzt hierher spiele und alles gleich mache. Das ist aber aus technischen Gründen gescheitert, will ich jetzt nicht ausführen. Die Karte konnte ich, na jetzt führe ich es doch aus, die Karte konnte ich rekonstruieren, aber nicht den Spielstand sozusagen. Also die ganzen Rohstoffe und so waren woanders die Startpunkte. Wie auch immer, das kommt also nicht in Frage. Auch Neuanfang wegen dieser Geschichte kommt für mich nicht in Frage, denn auch wenn erst 6 Folgen gespielt sind, habe ich doch irgendwie schon ein starkes Verhältnis jetzt zu unseren Engländern aufgebaut. Es sind doch schon einige Geschichten geschehen und das wäre sehr, sehr unschön, jetzt irgendwie nochmal neu anzufangen. Also wir lassen es dabei, müssen aber eben bedenken, dass dieser Kriegstreiber Malus für die eroberten Städte besonders hoch ist. Hier bei diesem Spielstand, das für den Hinterkopf. Okay, das zweite, was ich noch sagen wollte, bevor es zur Abstimmung kommt, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben eine Google Plus Community Seite, da kann jeder rauf sich das angucken. Englands Vermächtnis heißt das Ganze und dort stelle ich so eine Auswahl von besonders schönen Beiträgen der Community ein, die Geschichten erzählen um das, was hier passiert, was ihr hier erlebt. Und ich habe schon wieder von der letzten Staffel ganz viele tolle Sachen dort eingestellt. Zum Beispiel einen sehr traurigen Brief des Matrosen Timothy Williamson, der hier unten auf den Galeeren mitrudert, dem es zu kalt ist und der gerne in die Wärme nach Hause zu seiner Frau möchte. Oder der Bananenpflücker Harry Larry ist wieder am Start. Oder es gibt ein Klagelied für die Opfer der Barbarenkämpfer. Oder ein Hilfegesuch des Krabbenfischers Aaron Crabtree und solche Geschichten. Auch die Chronik habe ich aktualisiert für die zweite Staffel. Schaut doch unbedingt mal rein. Also das ist wirklich eine feine Sache. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Es lohnt sich. Im Übrigen, nur falls ihr darauf wartet oder so, ich werde immer dieses Englands Vermächtnis immer nach dem Ende einer Staffel insgesamt aktualisieren. Ich werde das nicht nach jeder Folge tun. Das ist einfach zu viel Fummelarbeit. Das muss ein bisschen effektiv sein. Ist ja sowieso recht viel Arbeit, diese Geschichte. So, das zum Thema Englands Vermächtnis. Jetzt aber zu den Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Als allererstes natürlich die Frage, die heiß diskutiert wurde, wo siedeln wir als nächstes? Und es kamen jetzt noch ziemlich viele Vorschläge auf. Und zwar zum Beispiel, hier war noch ein Spot, der genannt wurde, hier, 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 hier oder hier unten. Also alle denkbaren Varianten wurden eigentlich genannt. Ich will das Ganze aber nicht chaotisieren, deswegen werde ich das wieder auf 3 Optionen reduzieren. Bitte verzeiht da meine Eingriffe. Die erste Option ist diese Geschichte hier, die Barbarenküste. Das kennen wir schon. Die zweite Option ist Land's End. Und die dritte Option, da habe ich mir mal aus den nördlichen eine rausgegriffen, nämlich hier irgendwie an der Bucht zu siedeln, um vor allem auch dieses Weltwunder mit anzuschließen oder mit Teil dieser Stadt werden zu lassen. Ist eine Variante, könnt ihr euch überlegen. Ein Argument fand ich noch ganz interessant, das will ich hier zumindest einfach wiedergeben, ganz neutral. Ich will mich ja hier nicht wertend einmischen. Und zwar hatte ein Zuschauer geschrieben, dass es eigentlich rollenspielerisch ja ein bisschen merkwürdig ist, wie wir das entscheiden.
nach dem Motto, lasst uns da siedeln, weil dann wir dem Gegner den Weg abschneiden oder so. Wenn man sich jetzt hineinversetzen würde in die Situation der Engländer, dann würden sie doch, wenn es die Auswahl gäbe, dann würde man doch in ein sicheres, ruhiges Gebiet ziehen, das man schon lange kennt und befriedet hat. Fand ich ein ganz gutes Argument. Das wäre zum Beispiel Land's End, wo wir hier also schon lange die Barbaren vertrieben haben, wo wir wissen, dass der Zugang sicher ist. Ich will es einfach nur mal gesagt haben, fand ich einen ganz schönen Beitrag. Aber ihr seid natürlich völlig frei in der Entscheidung. So, das war das Städtethema. Jetzt zu einem wirklich brisanten Punkt, nämlich das Thema Religion. Wir haben ja unseren Pantheon, aber um jetzt eine Religion gründen zu können, müssten wir wirklich jetzt aktiv werden. Es könnte schon knapp werden, glaube ich sogar. Das heißt, wir müssten auf jeden Fall eine heilige Stätte bauen, einen Schrein bauen, um dann die große Persönlichkeitspunkte anzusammeln, die wir brauchen, um einen Propheten zu bekommen. Nun kann man aber auch sagen, wir müssen auch ja gar keine Religion gründen. Wir können ja zufrieden sein mit diesen mündlichen Überlieferungen und warten dann mal ab, was hier über uns kommt, was die anderen so bringen. Tun so, als ob wir deren Gebete beten und treiben ansonsten unseren lukrativen Handeln und essen Bananen mit Gewürzen und Krabben, Kakao, Schmaus und sowas alles. Könnte man auch sagen, also ich finde, eine Religion ist auch nicht unbedingt Muss. Auf jeden Fall eine Entscheidung, die wir zu treffen haben. Ihr müsst sagen, wollen wir das? Wenn ja, dann müssen wir da jetzt ein bisschen auf die Tube drücken, weil dann müsste auf jeden Fall als nächstes dieser, ja, nicht der Campus, sondern eigentlich müsste als nächstes, gut, wir haben das noch nicht erforscht, aber wir müssen das als nächstes dringend erforschen und dann bauen. Okay, das war die zweite Geschichte. Die dritte ist, ich will das schon zur Abstimmung stellen, schauen wir uns hier mal ein, wir werden vermutlich in der nächsten Staffel die politische Philosophie erforschen. Und damit entscheiden müssen, was für eine Regierung, was für ein Land wir eigentlich sein wollen. Und das schauen wir uns mal an. Das sollten wir auf jeden Fall, glaube ich, schon im Vorfeld entscheiden, damit ich gleich handeln kann. Ja, wollen wir eine Republik werden? Wollen wir ein Ort sein, wo die Bürger frei miteinander ins Gespräch kommen, entscheiden können? Das ist dann gut für die Annehmlichkeit, für die Wirtschaft. Wollen wir eine Oligarchie sein, wo ein paar Edle regieren, Adlige, Patrizier vielleicht, relativ ausgeglichen, was die Politikform betrifft, aber hier diese zusätzlichen Aspekte stärken dann eher den Kampf. Nahkampfeinheiten plus 4 Kampfstärke und Erfahrung für Kampfeinheiten, das ist ja eine Geschichte, die unten stehenden Sachen, die behält man ja auch über die späteren Zeitalter, zumindest zum Teil. Oder wollen wir eine Autokratie sein? Ich sage mal, einen Alleinherrscher haben, einen Alleinherrscher. Der kann hier bei den Politikkarten zwar Militär stärken, aber vor allem ist das auch eine Sache, ein Reich, was sehr zentral organisiert ist. Also London wäre dann von besonderer Bedeutung. Hauptstadt erhält Bonus auf Erträge und wir bekommen auch Bonus für Wunderproduktion. Also repräsentative große Gebäude würden eine Rolle spielen. Ja, da bin ich gespannt. Also, das müsst ihr abstimmen. Nutzt gerne die Kommentarfunktion, um da auch noch eure Meinung kundzutun, um die anderen vielleicht ein bisschen zu beeinflussen. So, und dann gab es einen etwas ungewöhnlichen Vorschlag. Ne, bevor ich den erläutere, möchte ich noch auf einen anderen Vorschlag eingehen, der wichtig ist, den ich normalerweise auch reingenommen hätte, aber wo es ja einfach faktisch nicht geht. Und zwar wurde vorgeschlagen, dass wir die Deutschen überreden, hier in den Krieg zu gehen, in unseren Krieg mit den Indern und den Amerikanern. Würde ja irgendwie naheliegen. Wir schauen uns mal die Deutschen jetzt an und wir sehen, wir können hier beim Aushandeln des Abkommens diese Sache nicht anwählen, obwohl wir technologisch eigentlich dazu in der Lage wären. Meine Erfahrung, die ich gemacht habe jetzt, das ist ein bisschen mysteriös, diese Mechanik, ist es so, dass man dem Krieg beitreten, nur verhandeln kann, wenn es ein Land gibt, mit dem man selbst noch nicht im Krieg ist. Also man kann jemand anderes, so ist meine Erfahrung zumindest, nicht in einen laufenden Krieg reinholen. Also unsere Beziehungen sind schon sehr, sehr gut. Erklärt der Freund, sehr freundschaftlich. Normalerweise müsste das gehen, aber da der Krieg schon läuft, geht es nicht. Insofern kommt diese Option jetzt für die Abstimmung nicht in Frage. Es gab zwar einige wenige Stimmen, die meinten, wir sollten jetzt die Inder angreifen, aber ehrlich gesagt, das werde ich nicht zur Abstimmung stellen, weil ich das für sehr, sehr, sehr unrealistisch halte, jetzt hier erstmal eine Armee aufzubauen, die Städte erobern kann und dann diese
über diese riesige Karte hier zu laufen mit dem ganzen Gebirge und dann anfangen, da irgendwie Krieg zu führen, das kommt eigentlich meines Erachtens nicht in Frage. Deswegen, deswegen das nicht. Aber es gibt einen anderen Vorschlag, der zumindest, ja, den ich zur Abstimmung stelle und den wir diskutieren können. Jemand hat vorgeschlagen, wir könnten doch Preslav erobern und angreifen. Dann hätten wir eine Stadt im Norden. Vermutlich in diesem Zeitalter noch kein so großes Kriegstreiberproblem. Die Deutschen würde das, glaube ich, schon gar nicht stören. Also ist eine Option, aber gut. Ob wir das möchten, diesen frühen Krieg, das bedeutet natürlich auch ein bisschen Truppenaufbau. Und wir müssen bedenken, dass wir eigentlich ja formal auch noch im anderen Krieg sind. Wobei ich nicht glaube, dass uns der hier groß erreichen wird. Vielleicht wird das mit dem Weißen Frieden ausgehen. Okay, das sind die vier Sachen, die ihr abzustimmen habt. Ich bin sehr gespannt. Bis Montag 10 Uhr werde ich die Abstimmung laufen lassen. Und vor allem jetzt das ganz Entscheidende. Weil es so viele Sachen sind, kann ich das nicht machen über die Google-Abstimmung, sondern ich habe eine neue Abstimmungsplattform gefunden, eine Seite. Es gibt einen Link in der Videobeschreibung, dort unbedingt draufgehen und dann könnt ihr die vier Sachen hintereinander, da könnt ihr abstimmen, eure Meinung abgeben. Und dann, ich glaube, die Ergebnisse sind dort gar nicht ersichtlich. Dafür werde ich dann auch die Google Plus Community Plattform nutzen, schon vorab, um die Ergebnisse dort zu verkünden. Und dann natürlich, wenn es im Let's Play weitergeht, da erkläre ich das dann auch nochmal oder erläutere das. Ihr verpasst also auf keinen Fall was. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt müsst ihr handeln. Nutzt unbedingt den Link. Nehmt teil an der Abstimmung. Ich freue mich drauf, wenn es weitergeht. Überhaupt freue ich mich über die wahnsinnig große und vor allem total kreative Beteiligung. Es macht richtig Spaß mit euch. Also, bis dann. Macht's gut. Euer Steinball.